Dieses Rezept hat es leider nicht ins neue Buch geschafft, aber das macht nichts. Dann schauen wir uns heute immer wieder das Video an. Baked Beans und frittierter Reis, das ist einfach ein geiler Kombinationsplan, oder? Wir haben natürlich die Baked Beans ein bisschen gepimpt, weil das ja klar ist. Und ich dachte mir, ich bin heute besonders schlau und mache mein frittiertes Reisrezept mit dem übrig gebliebenen Basmati-Reis von gestern. Ob das eine gute Idee war und ob wir jetzt schlauer sind, das schaut euch am besten selber an. Ich bin der Ken, Diplom-Ingenieur, und auf meinem Kanal geht es um Elektrotechnik, Oberflächentechnik und Knoblauch. Weil ungesundes Zeug gibt es schon en masse, also machen wir was Gescheites für die Gesundheit und für die Geschmacksknospen und für die gute Laune. Viel Spaß beim Video. Bevor es an die Bohnen geht, bereiten wir unseren Reis vor, weil der dauert ein bisschen länger. Und wie schon gesagt, ich habe noch Basmati-Reis von gestern und normalerweise mache ich dieses Rezept immer mit Sushi-Reis. Aber haben wir nicht gehabt und ich bin ja ein pragmatischer Mensch. Den Reis braten wir mit einem Schuss Olivenöl knusprig an und in der Zwischenzeit dürfen wir Zwiebel schneiden. Das ist immer das Angenehmste, wenn du irgendwas vorbereitest und es dauert ein bisschen, dann in aller Ruhe Zwiebel schneiden. Ohne Stress, da kannst du dann auch anfangen kreativ zu werden, Stress dir ja keiner. Und wenn du nebenbei nur eine gescheite Mucke hörst, dann gibt es für mich fast nichts Relaxteres als Zwiebel schneiden. 180 Kilo im Jahr. Jetzt brauchen wir nur fünf Knoblauchzehen, weil die könnt ihr dann würfeln und die schönsten vier bleiben draußen. Und dann schneidet ihr es zusammen, stresst uns ja keiner. 180 Kilo im Jahr oder 360. Jeden Tag ein Kilo Knoblauch, da bist du dann stadtbekannt. Den Reis in der Zwischenzeit immer wieder von der Pfanne kratzen, dass uns nichts anbrennt. Dann brauchen wir nur eine Karotte oder drei kleine oder irgendwie heute. Jedenfalls schneidet die dann in kleine Würfel oder as fine as possible. Den Reis zwischendurch immer wieder von der Pfanne kratzen, dass uns nichts anbrennt. Und dann suchen wir uns ein bisschen Geschmack. Eine gescheite Würze und einen geilen Scheiß. Das eine ist eine unpasteurisierte Sojasauce, bekommt ihr ja eigentlich normalerweise nirgends. Das ist schon was Besonderes. Und das andere ist ein fermentierter Aprikosenessig. Andere würden sagen, einfach geiler Scheiß. Gibt's alles in der Videobeschreibung. Müsst ihr bloß draufklicken. Und davon braucht man einen Teelöffel Aprikosenessig und einen Esslöffel Sojasauce. Und wenn der Reis gescheit knusprig ist, raus aus der Pfanne und die Zwiebeln, den Knoblauch, die Karotten und jeweils eine Handvoll Mais und Erbsen mit in die Pfanne. Ich habe hier TK-Erbsen genommen, die schmecken besser wie die aus dem Glasl. Ein Schuss Olivenöl dazu, alles kurz anbraten und wenn die Zwiebeln glasig sind, der Knoblauch duftet, dann hauen wir unsere Soße drüber, kurz eindicken, wollte ich schon sagen, kurz ein bisschen aufkochen und dann den Reis nicht vergessen, auf keinen Fall. Hitze weg, Handvoll gerösteten Sesam drüber plus einen Teelöffel geröstetes Sesamöl und auf die Seite stellen und auskühlen lassen, am besten im Gefrierfach. Als nächstes bereiten wir uns zwei Soßen vor. Einmal ein dunkles Miso, das ist eine fermentierte Gerstenbohnenpaste, sehr viel Umami und dient im Endeffekt als Salzkomponente. Wie all meine Produkte im Endeffekt fermentierte Salzkomponenten sind, da ich aus gesundheitlichen Gründen sehr wenig klassisches Salz verwende. Da hauen wir dann 3-4 Teelöffel Ahornsirup dazu und einen Teelöffel Rauchpaprika. Das ist praktisch die Barbecue-Soße, die man nirgends kaufen kann, aber einfach sakrisch gut ist. Ich arbeite in Hochtouren an einer Version für euch. Was ihr allerdings problemlos bekommt, sind natürlich meine Misos. Die sind schon fertig und da mischen wir 2 Esslöffel Tomatenmark mit 2 Teelöffel helle Miso. Und das ist eine fermentierte Reispaste. Und ebenfalls praktisch der Salzersatz. Und die Links, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Die führen dann zu meinem Supermarkt und da könnt ihr dann im Endeffekt richtig gutes Zeug kaufen, wenn ihr wollt. Wir fangen derweil an und drucken uns 400 Gramm Schwammerl zusammen. Immer noch die einfachste und beste Art, Champignons klein zu machen. Schuss Olivenöl dazu und anbraten, bis das meiste Wasser verdampft ist. Und dann reiben wir uns 4 Knoblauchzehen dazu oder 8. Mitbraten, bis sie duften und mit der Barbecue-Soße ablöschen. Wenn das dann ungefähr so ausschaut, dann müsst ihr euch schon zusammenreißen, dass ihr was für die Bohnen übrig lasst. Aber macht das, das ist wichtig. Für die Bohnen haben wir uns 2 Zwiebeln zusammen und dann Pfanne auf Herd, Zwiebel in Pfanne und Öl auf Zwiebel. Und wenn es glasig sind, 4 Knoblauchzehen dazu
oder 8. Wenn der gescheit duftet, kommt unser Tomatenmiso dazu und wir sammeln kurz ein paar gescheite Röstis. Thymian nach Geschmack mit rein, gern auch andere Kräuter und ein Esslöffel Süße. Ich habe hier Dattelsirup, was ihr habt, weiß ich nicht. Und ein Esslöffel Sojasauce zum Ablöschen. Habt ihr das gesehen, ja? Ah, der ganze Buhadepp. 500 Gramm Bohnen dazu, gescheit untermischen und wenn die gescheit lecker ausschauen, ein bisschen Tomatenpassata. So 300-400 Milliliter, so dass man halt das gescheit schnell einkochen kann. Wenn euch die Konsistenz taugt, dann haut die Schwammerl dazu, kurz unterheben, ab in die Pfanne und dann bei 120 Grad Flächengrill fertig backen, bis die Soße halt gescheit reduziert ist. Oder ihr lasst es auf dem Herd, irgendwann soll es halt ungefähr so ausschauen. Jetzt fehlt uns noch der frittierte Reis und dafür braucht es Stärke. Hafermilch oder andere Mulch und Semmelbrösel. Die Stärke gescheit pfeffern, in die Hafermilch einen Esslöffel geilen Scheiß rein und dann fangt ihr an zu kneten. Und dann merkt ihr, Sattelzement, der Depp und sei Basmati-Reis. Das funktioniert einfach hinten und vorne nicht, Herrschaftszeiten. Tatsächlich funktioniert das Rezept mit Basmati nicht. Habe ich nicht gewusst, hätte mir aber denken können. Was einfach daran liegt, dass ich den Reis so gut hinbekommen habe, dass der sich nicht zusammendrucken lässt. Weil das ja klar ist, oder? Und deswegen nehmt ihr für das Rezept einen Sushi-Reis, so wie sich das gehört, oder Polenta-Reis. Und der soll sich dann auch ungefähr so kneten lassen. Nur mit Mais und Erbsen und Geschmack und knusprig halt, weil den müsst ihr auch noch anbraten. Und da füllt sie dann nach Lust und Laune, zum Beispiel mit rotem Miso. Da bin ich gerade am richtig guten Zeug dran beim Rumexperimentieren. Mit rotem Miso bin ich auf was gestoßen. Bald vielleicht in der Eigenmarke. Richtig gutes Zeug. Ihr merkt schon, ich arbeite in Hochtouren an Produktkreationen. Aber als One-Man-Show dauert es halt einfach immer ein bisschen länger oder ewig und drei Tage. Unser knuspriger, jetzt panierter Reis wandert dann einfach ins Öl und wird frittiert. Ich habe hier Olivenöl, weil es einfach das Beste ist, aber ihr könnt problemlos auch einfach ganz normales Frittierfett nehmen und wenn das Zeug dann noch knuspriger ist, dann habt ihr jetzt die perfekte Beilage für unsere Baked Beans. Mir schmeckt es jedenfalls sakrisch gut, aber der knusprige Basmati-Reis aus der Pfanne war auch einfach affengeil und meine Tochter hat den schneller verputzt als ich. Willst noch eine Portion sagen konnt? Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund, macht ein paar Bohnen und nehmt den richtigen Reis. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.